Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Ich habe mir erlaubt, gleich Margon mitzunehmen, wieder auszutauschen, Margon mitzunehmen. Anlegen kann er, hat er irgendwas? Spurling hat er eh noch, fast. Und mit der Gruppenaufstellung will ich es mal probieren, dass wir jetzt zur Galant marschieren. Wir werden jetzt wahrscheinlich noch ein, zwei Kämpfe haben, fürchte ich. Bis wir dann bei ihm sind. Könnte passieren oder auch nicht. Ja, mal sehen. Ah ja, natürlich. Was haben wir denn da? Hoppala, falsche Taste. Wieder mal. Ein Schalter. Drücken. Lieber nicht. Drücken wir mal. Was? Wie? Aha. Natürlich. Ja, ist eh wurscht. Wir rufen, wir klauen. So. Hier machen wir so. Na toll, wir wurscht auf Zidane, macht nichts. Da kann er schon machen. So, der Rock. So, für den Fall, dass es überleben soll, der Gegner. Was ich nach Zidanes Attacke nicht glaube. Jo, so ist es auch. Wichtig ist, dass die anderen was bekommen. Zidane ist eh, hat eh schon so einen großen Vorsprung. Da tut es uns ja zu weh. Eiko? Na, nicht ganz. Passt. Trotzdem, was ist das für ein komisches Gerät, ne? So. Da dürfen wir scheinbar nicht fehlen bei dem Ding. Scheinbar nicht. Ja, dann hat
hat er nicht gegolten, scheinbar. Ja, das ist auch nicht schlecht. Das freuen wir uns. So. Herrschaftszeiten, das muss jetzt ja gehen. Drücken. Verstehe schon. Diese Dinger da bauen die Lichtbrücke dann, ne? Meine, schon wieder. Natürlich, kein Mana mehr. Ist klar. Ist hin, danke. Na super. Es ist jetzt schon Mana aus, verstehst? Wo? Lilian Level up erreicht. Und Mahagon ebenfalls. Plus die Icon, er hat das gelernt. Boah. Gerade nicht super. Keinster weiß ich nicht. Mana ist auch total aus. Da haben wir noch was. Beim Wagon vielleicht auch noch was. Und vielleicht beim Rotkäppchen noch was anderes. Und tatsächlich die Blitzkappe. Hätte ich gerade nicht gedacht. Vielleicht irgendwas. Boah, ist das gerade kacke. Es ist gerade echt doof. So, alle guten Dinge sind 20. Das sehen wir schon mal. Nichts mit über. Puh. Diesmal ist es ausgegangen. Sehr gut. So. Jetzt sind wir schon da. Hä? Was bist denn du? Momentane Höhe 1. Momentane Richtung 0. Standardrichtung. Zahl ändern, bestätigen, abbrechen. Ich breche mal ab. Was haben wir denn da drüben noch? Ist das... Aha! Ich glaube, ich weiß schon. Dieses Mittelding können wir jetzt nämlich steuern, glaube ich, oder? Schauen wir doch gleich, was es mit dem auf sich hat. So. Zahl ändern. 0. Momentane Richtung 0. So müsste es passen, oder? Das ist da oben weiter. Aha. Nochmal ändern. Das dürfte die 4 sein. Ich kenne mich aus. Ein bisschen halt. So, das dürfte die 4 sein. Halt. So. Jetzt müsste es passen. Tschüss. So, lauf. So, da. Ja, das schaut nicht so schlecht aus. Aha, Barriere. Aber nicht dein Ernst. Geklappt. Bravo. Scheint richtig zu sein. So,
zuerst? Wohin? Rauf oder runter? So. Na super. Ja, ich muss schauen, ob sie nicht irgendwo Schatztruhen zu geben. Ne? Das war eigentlich gerade mein Ziel. Mehrere Wege zu laufen, zu betreten, um eventuelle Kisten mitzunehmen. So. Wir rufen wieder einmal, denn... Was nehmen wir? Baharut gleich. Wurde mir besser gewesen. Ne? Wegen Möglichkeit zum sofortigen... schnell genug sind und Glück haben, ist er vorher hin, bevor er irgendwas machen kann. Das wäre mir das Liebste. So. Jo, passt. Margon hat's gerichtet. Sauber. Hin ist er. Gut ist. Level up? Ich glaube nicht, oder? Na. Jahrestein und gute 2500 Gil. So, da oben ist eine Kiste. Oh. Naja, verdrückt, hab ich schon verstanden. Ja. Oh. Ja, bitte wieder runter. Das ist ja gerade komisch. Hahaha! Ich verstehe schon, ich habe aus Versehen richtig gespielt. Das ist jetzt natürlich blöd. Vier geht's. Aha. Och Mann, ey. Das ist jetzt aber bitter. Okay, Merksatz an uns. Vier ist leider richtig. Das heißt, ich brauche jetzt, was war das da drüben? Die 0 oder die 1? Irgendwie so? Wie blöd ist denn das jetzt? Ja. Ich löse mit der 1. Ich glaube, das müsste passen. Ah, ich muss mich gerade kratzen. Aha, das juckt. So. Ich kenne mich schon aus. Das war wieder ganz blöd. Haha. Ha. Richtig, richtig dämlich. Wege. Genau, der eine Weg führt zu der Schatztruhe und der andere Weg führt eben weiter zu Galant. So, ich glaube, das war jetzt der hier, ne? Ja, willst du mich jetzt zitieren, oder was? Das gibt's ja nicht, so kann ich nicht drauf. Das müsste doch so passen. Gerade aber nicht mit. Kommt sie jetzt gerade mit? Ich komm schon mit. Das wird dann die 3 sein. Ich hab schon verstanden. Zu meinem Bedauern. Das war natürlich komplett falsch. Der obere Weg ist es. Na toll. Ja, natürlich kämpfen. Dann ist es wahrscheinlich die 3. Da muss nach oben stehen. 3 und 4, okay. Na toll. Entschuldigung. Ach ja, das habe ich nicht mehr gewusst. Man merkt's, ne? So, wir hauen den jetzt weg. Ja, Leviathan, anders geht's nicht. Ja, probier das doch mal spitzen. Angriff und... Ja. Sicher. So, Busch, zack, bam. Und die Eiko. Macht den Kopf nicht platt. Thank you.
Sterne. Subi. Sehr gut. Was kann denn der Gute jetzt noch ankleiden? Blitzkappe ist noch da. Was haben wir denn da Schönes? Halt. Immer hast. Alles Klärchen. So. Halt. So. Was? Planlos rumprobieren wird wohl nicht helfen. Er kommt wohl nicht voran, wie erhofft. Was? Allerdings... Wir werden uns mit dieser Vorrichtung befassen, mein Bester. Geht ihr zum Aufzug und wartet dort. Na klar, warum bin ich nicht gleich darauf gekommen? Ja, ihr bleibt hier und betätigt dieses Teil, so dass wir mit dem Aufzug weiterkommen. Okay, Leute, ich verlasse mich auf euch. Das ist schlecht. Glaube ich. Drei? Na, es ist zwei. Ja. Active Time Event. Aufzugschalter. Zwei passt dabei. Ja. Kann man das Active Time Event jederzeit starten? Das ist echt cool. Das habe ich auch vergessen. Ist das neu? Das weiß ich gar nicht mehr. Ach so, jetzt dreht sich die Scheiße, ne? Entschuldigung. Schauen wir mal. Ja, freilich! Ja, ja. Und Active Time Event. Aufzugschalter. Ja. Die 3 wird es dann sein, denke ich mal. Ja. Jetzt der Pasta. So. Jawohl, jetzt müsste es passen. Jawohl, und die Truhe gehört uns. Was haben wir denn da Schönes? 20.000 Silber. Viel Geld. Viel, viel Geld. So. Da war jetzt die 4 richtig. Also, meine Lieben, ist jetzt wieder dran. Voll cool. Na, wir brauchen die 4 bitte. Na, was schafft die 4? So, und 10. Bitte, ja? So, und hüpf. Ja. Oh. Jetzt passt. So, jetzt haben wir es geschafft. Sehr, sehr gut. So. Ob es hier vielleicht noch einen Mogli gibt? Ich glaube nicht, ne? Das bedeutet, ich werde ein bisschen drin kämpfen. So, vielleicht auch irgendwas zu heilen. So, genau. Ach, runter damit. So, schaut's aus. Gut aus. Passt. So. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir's an. Oh, ja, bitte. Wäre noch ein Speicherplatz vorher gut. Ah, geht ihr weiter, der Spaß. Okay. So, viele Truhen. Wir probieren mal eine aus. Ja. Wir probieren eine Truhe aus. Ich meine Portale. Das schaut aber schon der weite Weg aus. Das heißt, ich hau wieder ab und benutze den oberen. Ah, wie schön. So, also den da zuerst mal. So, bitte. Drei Kisten gibt's hier. Und ein Mogli. Aha, okay, das war der weite Weg. Na, dann hätte der obere schon gepasst. So, aber zuerst mal. Selten hätte man können. Subi, wir tun aber mal speichern, bitte. Der bietet gar keinen Shop mehr an, habe ich gerade gemerkt. So.
einen sechsten Spielstand haben wir normalerweise nicht. Wir machen erst mal drauf speichern. Passt, fertig. Ich bedanke mir. Oh, warte. Du bist doch dasselbe, oder? Ah, na, na. Schau, ist ein anderer. An Mogri Suma einen Brief überreichen, bitte. Ein Brief von Moloch? Worum geht es wohl, Kubo? Von Moloch an Mogri Suma. Mein erster Brief mit dem Bognet Kubo. Ich verschluck vor Aufregung gleich meinen Bommel, Kubo. Ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll. Kubo, Kubo! Ist ja völlig aus dem Häuschen, Kubo. Sehr schön. Nichts machen. So, super. Und geht schon los, ne? Die Kämpferei. Danke, Margo. Auf dich ist Verlass, Kumpel. So. Prima. Ich glaube, Lili kriegt Level Up. Ich glaube, Aiko auch. Ja. Zweimal. Einmal für Aiko, einmal für Lili. Boah, die Aiko hat ganz schön aufgeholt. 57 hat die Kleine schon. Dann gehen wir voll Gas. So. Also wieder runter. Hurra. Ha, ja. So. Also dann doch hier rauf. So. Ich war mir einfach nicht mehr sicher. Was haben wir denn hier Schönes? Springerstiefel, die haben wir schon. So, wieder runter. Die anderen. Portale suchen. So, von da drüben sind wir gekommen. Kann man hier irgendwie rüberhüpfen? Das glaube ich weniger. Ich will es trotzdem noch hier. Vielleicht kann man ja wirklich irgendwie rüberhüpfen. Oder rüberhüpfen oder so irgendwie. Es könnte auch sein, dass die Roten was Besonderes sind. So eine Art Kreuzung vielleicht. Warte mal. Warte mal. Ich glaube nicht, dass es da irgendwie weitergeht. Ne? Na. Ja, natürlich. Das habe ich auch verdient, dass jetzt gekämpft werden muss. Da bin ich jetzt selber schuld. So. Dann ist sowieso wieder Pause. Dann schauen wir, diese Depressivkrankheit da wieder macht. Die Viren. Ja. So.
Angriff. So, Angriff leckert gelernt. Grob für Mago. Super. Denn er hat Level Up erreicht. Bravo. Lili Mäuschen, was legen wir dir jetzt als nächstes an? Edelbeerle hast du brav gemeistert. Halt, da war was. Anfeuern. Hier haben wir noch was. Da ist noch was. MP plus 20. Ja. Dann nehmen wir doch glatt das leichtere, das Anfeuern. So. Dann nehmen wir zum Glück, ne? Ob sie vielleicht doch. Und da, ja. Ah, das geht nur hier hin. Hä? Vielleicht müssen wir wirklich weitergehen. Ich gehe mal weiter. Ich muss sowieso speichern. Der Part ist eh gleich zu Ende. Vielleicht gehen wir einfach doch stur weiter. Vielleicht ist das Rätsels Lösung. Ansonsten stehe ich gerade wieder voll an. So, freilich kämpfen auch noch. Ja, das passt dann eh mit dem Speichern zusammen. Kann man so lassen. Ah, Philips ist wieder da. Blitzka, auf wen? Eiko, war gar nicht. So, die wird jetzt gleich wieder belebt. So. Wir klauen wieder. Wir greifen an. Greifen sehr gleich tot. Naja. Magazinstipitze. Na, tot ist er nicht. Macht nichts. Und was machst du jetzt? Schweben. Wir rufen. Nein. Wir rufen. Bam. Wir geben die Klaue und geben sie wieder. Ja, natürlich. Aber das wäre nur Zitane. Kann man eigentlich so angreifen. Wurscht. Hau weg. Passt. Ich weiß, ich bin gemein. Sehr gut. Jetzt kann ich mich gerne mal schnell aufholen. Supi. Passt. Nichtsdestotrotz heilen wir ihn natürlich wieder. Solche Arschlöcher kann man auch nicht sein. Also ich halt kann ich nicht sein. So, passt. Nächstes Board. Passt. Und unser Speicherritual kann beginnen. So. Perfekt. Perfekt, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!